Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna alhamdulillah. نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم أجرنا من النار يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Warum möchte Allah سبحانه وتعالى dass wir den Monat Ramadan fasten? Wir hatten vor zwei Wochen in einer Khutba darüber gesprochen. Allah erwähnt es im Koran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Der Monat Ramadan ist der Monat, wo der Koran herabgesandt wurde. Hudal lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Als Rechtleitung für die Menschen und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wer also von euch den Monat miterlebt, der soll ihn fasten. Das Fasten gab es schon vor Ramadan, bevor der Ramadan für uns zur Pflicht wurde. Aber bevor der Ramadan zur Pflicht wurde, hat man nur drei Tage im Monat gefastet. Das wird vorher in Versen auch in Surat al-Baqarah erwähnt. Drei Tage im Monat. Und wenn man das mal verpasst hat, weil man krank war oder auf einer Reise, dann hatte man die Wahl. Entweder hat man die Tage nachgeholt, diese drei Tage, oder man hat einfach dafür einen Armen gespeist. Man konnte sich das aussuchen, je nachdem, was für einen leichter war. Das war vorher. Jetzt kommt der Monat Ramadan. Obwohl vorher immer gesagt wurde, wa anta sumu khayru lakum. Fasten ist besser, aber wenn ihr das nicht wolltet, ihr konntet auch einen Armen dafür speisen. Jetzt kam der Ramadan. Und aus den drei Tagen, die man hintereinander gefastet hat, sind 30 Tage geworden. Die Tage hintereinander wurden verzehnfacht. 10-mal so viele Tage hintereinander.
Und wenn man jetzt im Ramadan einen Tag verpasst, hat man nicht mehr so einfach die Auswahl, ob man einen Armen speist oder ob man den Tag nachholt. Man muss ihn nachholen. Der einzige Ausnahmefall ist, wenn man chronisch krank ist für und so weiter. Das sind Ausnahmefälle. Im Allgemeinen muss man den Tag nachholen. Eigentlich ist es doch so viel härter geworden, oder nicht? Vorher hatte man die Wahl und nur 3 Tage? Eigentlich sehr leicht. Jetzt wurde die Zahl der Tage verzehnfacht und ich habe keine Auswahl mehr, wie ich die Tage nachhole, wenn ich sie verpasse. Aber interessanterweise wird im gleichen Vers gesagt: Yuridullahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usra. Allah möchte es für euch leicht machen. Er möchte es euch nicht schwer machen. Er möchte für euch eine Erleichterung, keine Erschwernis. Er will für uns eine Erleichterung. Und die Anzahl der Tage wird verzehnfacht. 10-mal so viel in diesem Monat. Was ist diese Erleichterung? Wie wird die Zahl der Tage verzehnfacht? Und Allah sagt, er möchte für euch Erleichterung. Vielleicht ist euch das schon mal selber aufgefallen. Diese Erleichterung hat verschiedene Formen tatsächlich. Sehr viele verschiedene Formen. Aber außerhalb von Ramadan fasten wir ja auch manchmal. Zum Beispiel am Montag und am Donnerstag. Das macht vielleicht der ein oder andere noch. Und außerhalb vom Ramadan, die beste Form des Fasten, das erwähnte der Prophet, ist das Fasten vom Prophet Dawud. Das ist ein Tag Fasten, ein Tag nicht Fasten. Und das ist schon sehr schwer. Immer abwechselnd einen Tag Fasten und einen Tag nicht Fasten, das ist sehr, sehr schwer. Das machen nur ganz, ganz wenige. Aber das ist außerhalb von Ramadan. Im Ramadan selber fasten wir nicht einen Tag ja und einen Tag nicht. Wir fasten 30 Tage am Stück. Und irgendwie kommt einem das viel leichter vor als außerhalb vom Ramadan. Obwohl man außerhalb vom Ramadan immer mal eine Pause dazwischen hat und wir jetzt immer am Stück fasten, ist es trotzdem einfacher, in diesem Monat Ramadan 30 Tage am Stück, als manchmal vielleicht 3 oder 4 Tage hintereinander außerhalb von dem Monat Ramadan. Allah hat eine ganz bestimmte Erleichterung in diesem Monat gelegt. Es gibt etwas Besonderes an diesem Monat, was es in keinem anderen Monat im Jahr gibt, zu keiner anderen Zeit tatsächlich. Das ist eine Form der Erleichterung. Allah macht es einem leicht. Hier in dieser Zeit macht es Allah besonders leicht. Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass ich mal 30 Tage am Stück, vielleicht 14, 15 Stunden am Tag kein Wasser trinke. Das können die Leute sich hier niemals vorstellen. Wenn jedes Mal, wenn Ramadan kommt, dann fragt mindestens einer, auch kein Wasser? Nein, auch kein Wasser. Unvorstellbar für die Menschen ist das. Unvorstellbar für die Menschen. Aber es kommt der Monat und wir überstehen das alle ohne größere Probleme. Ja, die ersten 2 Tage sind ungewohnt. Aber wir kriegen das trotzdem einfach so hin. Weil es eine bestimmte Erleichterung gibt. Eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Als ich Muslim geworden bin, hatte ich tatsächlich Panik davor, dass irgendwann der Ramadan im Sommer kommt. Als ich Muslim geworden bin, war Ramadan im Winter. Das war im Januar, weiß ich noch. Boah, war das schön. Bis 7 Uhr schlafen, also bis 7 Uhr konnten wir frühstücken. Und dann um 16 Uhr konnte man schon wieder Iftar machen. Man hat das gar nicht so richtig gemerkt. Aber ich habe ja damals auf den Gebetszeitenkalender geguckt. Und dann schaut man auf Juli und dann ist man so. Man kriegt schon 15 Jahre im Voraus Panik, weil man weiß, der Ramadan kommt irgendwann in den Sommer. Und dann zählt man, dann so, 19 Stunden wirklich? Und du rechnest nochmal, ja, 19 Stunden. 19 Stunden am Stück. Aber dann kommt der Ramadan im Sommer und man muss 19 Stunden am Stück fasten und es geht. Es geht tatsächlich. Yuridu Allahu bikumul yusr. Er möchte für euch eine Erleichterung. Irgendwie macht er das Ganze leicht. Die Lektion daraus ist wirklich, Dinge sind nie einfach so leicht, wenn man sie von außen betrachtet. Das ist nicht das, was die Sache leicht macht. Der Monat Ramadan im Januar, der war nicht deswegen leicht, weil es nur von 7 Uhr bis 16 Uhr ging. Er war deswegen leicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala das leicht gemacht hat. Am deutlichsten sieht man das wirklich im Ramadan. Eine Sache wird dann leicht, nur dann, wenn Allah sie für einen leicht macht. Es gibt eine schöne Dua auch in diese Richtung. Oh Allah, es gibt nichts, was leicht ist, außer du machst es leicht. Und das merkt man am deutlichsten im Monat Ramadan. Eine Sache wird dann leicht, wenn Allah sie leicht macht. Yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Jeder von uns hat wahrscheinlich bestimmte Dinge, ohne die er sich sonst manchmal nicht vorstellen kann, den Tag überhaupt zu überstehen. Ich als klassischer Allmann, bei mir ist das der Kaffee. Wenn ich morgens um 9 Uhr keinen Kaffee trinke, dann kann ich nicht arbeiten. Ich kann nicht klar denken. Am besten spricht mich auch niemand an. Also ihr geht ganz weit weg. Ich bin ungenießbar in der Zeit. Ich brauche morgens meinen Kaffee. Das ist einfach bei uns so. Das ist auch in anderen Kulturen. Wenn der Tag ohne Kaffee, das geht nicht. Aber jetzt kommt dieser Ramadan und irgendwie, wie kommt man davon los? Andere Gewohnheiten wie Schokolade zum Beispiel. Man kann unmöglich auf Schokolade verzichten. Aber man macht das den ganzen Tag. Man macht das den ganzen Tag, weil das irgendwie leicht gemacht wird.
Einige Brüder kommen und haben vielleicht das Rauchen angefangen und tun sich schwer damit, das aufzugeben. Aber es kommt der Ramadan und das, was sie sich nie vorstellen konnten, schaffen sie plötzlich. Man macht das ohne Probleme 19 Stunden am Stück. Es gibt diese eine besondere Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist nur deswegen, weil Allah es leicht macht. Es gab wirklich Dinge, von denen ich gedacht hätte, ich sterbe, wenn ich das nicht bekomme, aber man stirbt nicht. Und das ist die Lektion im Ramadan. Allah bringt es dir bei. Diese Dinge, von denen man glaubt, man ist davon abhängig. Man kann den Tag ohne gar nicht bestreiten. Ohne Kaffee, ohne Schokolade, ohne eine Zigarette zwischendurch. Allah bringt dir eine Lektion bei, du kannst das alles. Auf diese Dinge kannst du alle komplett verzichten. Nichts davon ist tatsächlich etwas, von dem du abhängst. Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Wa li tukmilu al-iddata. Und auf das ihr die Anzahl der Tage vollendet. Dass dir das Programm komplett durchläuft. So geht der Vers weiter. Dass ihr die Anzahl der Tage vervollständigt. Jedes Training, ganz allgemein, hat immer einen gewissen Zeitraum. Man muss das eine gewisse Zeit lang machen, sonst hat das keinen Effekt. Wenn man so einmal in der Woche, so, man fängt irgendwann einmal an und stemmt Hanteln. Man macht das einmal und zweimal und dann sieht man nichts und dann gibt man auf. Ja, das stimmt. Nach zweimal siehst du auch noch nichts von deinem Training. Du musst das einen Monat machen oder zwei Monate, dann siehst du etwas und dann bist du auch motiviert. Aber nach ein oder zweimal, das bringt noch nichts. Und so ist auch der Ramadan. Deshalb Allah sagt, ihr sollt die Anzahl der Tage, diese 30 Tage sollt ihr voll machen. Nicht weniger, nicht drei wie vorher, 30 Tage, die braucht ihr, um das Training zu vervollständigen. Und wenn man einmal trainiert hat, dann kann man danach auch mal eine Pause vertragen. Wenn ihr richtig gut trainiert seid und ihr macht dann einen Monat Urlaub auf den Malediven, dann ist das nicht so dramatisch. Also ihr kommt zurück und ihr seid immer noch relativ gut durchtrainiert, weil ihr einmal ein richtig schönes Training mitgemacht habt. Das ist ein Training, 30 Tage am Stück. Das gibt uns die Kraft für die 11 Monate, die danach kommen. Ein Training für die 11 Monate danach. Du gehst stärker daraus hervor. Jedes Mal, wenn du etwas trainierst, wenn du das vernünftig machst, dann bist du stärker. Und deswegen wird das, was danach kommt, leichter. Wenn Allah sagt, er möchte für euch eine Erleichterung. Wenn wir dieses Training durchgemacht haben, wie bei jedem anderen Training, ist das, was danach kommt, leichter. Ich habe einmal hier schon erwähnt, dass ich vor 3 Jahren mal so eine Extremdiät gemacht habe, in 4 Monaten 30 Kilo abgenommen. Und eines der Elemente von diesem Programm war, dass ich angefangen habe, Rad zu fahren. Vorher habe ich das längere Zeit nicht gemacht und dann habe ich das mal angefangen. Ich wollte nicht nur weniger essen, sondern auch ein bisschen Sport machen. Dann bin ich das erste Mal, ich habe mir so ein Trimrad gekauft, eBay Kleinanzeigen, 20 Euro, zu Hause bei mir auf den Dachboden gestellt und ich habe das erste Mal 10 Minuten Rad gefahren, ein bisschen sportlicher Rad gefahren. Ich konnte danach nicht mehr laufen. So, ich bin runtergestiegen, ich habe mich irgendwo zum Bett, 10 Minuten, 10 Minuten bin ich Fahrrad gefahren. Das war beim ersten Mal, das war auch noch beim zweiten Mal. Aber beim dritten, vierten und fünften Mal war das easy going. Es war easy going, einfach weil man es gewohnt war. Training macht eine Sache für dich in der Zukunft leichter. Das ist übrigens der einzige Grund, warum der Körper Muskeln aufbaut, wenn wir trainieren. Wisst ihr, warum der das macht? Wenn wir trainieren, dann ist das für den Körper zu anstrengend. Und damit es beim nächsten Mal leichter ist, baut er Muskeln auf. Nur um sich selber eine Erleichterung zu geben, deswegen fügt er Muskeln hinzu. Das Gehirn funktioniert übrigens genauso. Wenn ihr euch sehr anstrengen müsst, um euch an eine bestimmte Sache zu erinnern, dann merkt das Gehirn sich das und es speichert diese Sache besser ab. Weil es das nächste Mal nicht so eine große Anstrengung haben will, sich an diese bestimmte Sache zu erinnern. Alles im Leben funktioniert so. Und dieser Ramadan, diese Anstrengung für die 30 Tage, sie geben uns Kraft für die 11 Monate danach. Es macht uns das Leben in den 11 Monaten danach leichter. Yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah möchte für uns eine Erleichterung. Zwei Dinge machen es tatsächlich im Ramadan leichter. Zwei Dinge. Die eine Sache ist deine Nähe zu Allah. Allah sagt im Koran, er möchte, dass wir fasten, dass wir gottesfürchtig werden. Kutiba alaikumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Euch ist das Fasten vorgeschrieben, wie denen vor euch, damit ihr Taqwa, damit ihr Gottesfurcht bekommt, damit ihr Allah näher kommt. Und je näher du Allah kommst, desto leichter wird allgemein dein Leben. Je mehr Taqwa du hast, je mehr Gottesfurcht, desto mehr Erleichterung wirst du in deinem Leben erfahren. Das ist eines der Naturgesetze, kann man sagen. Und wer Allah fürchtet, wer Taqwa hat, Allah verschafft ihm einen Ausweg. Von wo er das manchmal auch nicht erwartet.
Deswegen wird das allgemein leichter. Im Ramadan fasten wir. Wir trainieren unsere Gottesfurcht und das macht das Leben leichter. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die das Leben leichter macht und das gilt speziell nur für den Ramadan. Im Ramadan selber, das kennen wir auch aus einem Hadith, werden die Shayatane, werden in Ketten gelegt. Sie können nicht mehr so frei operieren, wie sie das sonst tun. Im Ramadan selber gibt es unendlich viel Baraka von Allah. Unendlich viel Segen in deiner Zeit, in allem, was du tust. Es gibt die Barmherzigkeit von Allah SWT. All diese Dinge gibt es speziell im Monat Ramadan. Aber das ist nur im Ramadan selber. Das gilt nur für diese 30 Tage. Sobald diese 30 Tage vorbei sind, es kommt der Tag des Eid. Ramadan ist zu Ende. Und das zur selben Zeit auch all diese schönen Erleichterungen. Shaitan kommt danach raus und er ist aggressiver als je zuvor. Das Einzige, was du von diesem Monat mitnimmst, für die Attacken, die nach dem Monat von Shaitan kommen, ist deine Taqwa, deine Gottesfurcht. Das nimmst du aus diesem Monat mit, in der Hoffnung, dass es dir danach noch dein Leben leichter macht. Walitukmilu al-Ibadata, walitukabbirullaha ala ma Damit dir die Anzahl vervollständigt und Allah als den größten preist dafür, dass er euch recht geleitet hat. Am Tag des Eid sagen wir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Das ist das, was wir immer sagen. Aber Allahu Akbar ist nicht nur ein Wort mit der Zunge. Wir sind das so gewohnt, wir kennen das auch, wenn wir zum Eid kommen, man hört die Gesänge schon von weit her und das ist auch schön. Das ist eine schöne Sache. Aber Allahu Akbar ist nicht einfach nur eine Sache in der Zunge, es ist eine Sache im Herzen. Wenn am Tag des Eid, so bitter das ist, der Shaitan wieder sein Unwesen treibt wie vorher. Er ist genauso aktiv wie vorher, tatsächlich noch viel stärker. Am Eid selber und in der Zeit danach ist es viel schlimmer als vorher. Denn jetzt hast du 30 Tage Training hinter dir. Du hast etwas mitgenommen, du hast deine Gottesfurcht. Jetzt ist für ihn Alarmstufe rot. Jemand, der das nicht gemacht hat, der interessiert ihn gar nicht so sehr. Aber besonders in dieser Zeit attackiert er dich. Ganz besonders am Ende vom Ramadan. Und nebenbei, wisst ihr, wie Shaitan das immer gerne macht? Wie er uns so kriegt, wie er uns packt? Er lässt dich denken, dass der Islam schwer ist. Dein Leben mit dem Islam ist schwer. Unendlich viele Dinge, die du nicht tun darfst, unendlich viele Dinge, die verboten sind, wo man einen Umweg finden muss, allen voran in dieser Zeit. Und er lässt dich glauben, das Leben, wenn du kein Muslim wärst, was du hier siehst bei den anderen, das ist so unendlich viel leichter. Allah sagt hier, Yuridullahu bikumul yusra. Die größte Erleichterung findest du immer in dem, was von Allah SWT kommt. Die größte Erleichterung ist in dem, was von Allah SWT kommt. Aber wie macht der Shaitan das? Wenn der Eid jetzt rauskommt, Eid ist er befreit und er attackiert dich wieder wie vorher. Er sagt das im Koran, wie er das macht. Ich werde sie in die Irre führen. Obwohl ich nicht weiß, ob das die Bedeutung von Udillannahum trifft. Udillannahum ist, wenn du den Weg verlierst. Du verläufst dich in einem Wald. Oder plötzlich wird es nebelig und du kannst nicht mehr den Weg erkennen. Islam ist selber ein Weg in deinem Leben und normalerweise kennen wir ihn auch. Aber wenn plötzlich Nebel aufkommt, erkennst du den Weg nicht mehr. Du weißt nicht mehr, wo du hergehen musst. Hierher, daher, daher. Das ist das, was Shaitan macht. Er schwört das. Ich werde sie in die Irre führen. Sie werden den Weg nicht mehr klar sehen. Und ich werde in ihnen falsche Hoffnungen wecken. Ich gebe ihnen, das sind Hoffnungen, die niemals erfüllt werden. Du hoffst auf eine Sache und ganz, ganz sicher wird das nicht passieren. Ganz, ganz sicher. Er macht dich glauben, dass du dein Glück und deine Zufriedenheit nur bei einer bestimmten Sache findest, aber dabei ist das gar nicht so. Er lässt es dich aber glauben. Ich schenke ihnen falsche Hoffnungen. Und dann befehle ich ihnen. Dann kommt der Befehl von ihnen. Er gibt dir den Befehl. Erstmal lässt er dich den Weg verlieren. Du siehst gar nicht mehr klar vor dir. Und dann macht er dir falsche Hoffnungen. Du glaubst, dass du etwas unglaublich Gutes findest in einer bestimmten Sache. Und dann gibt er dir einen Befehl. Dann erst kommt sein Befehl. Jetzt ist es nicht mehr flüstern, ein Vorschlagen, deinen Blick in eine bestimmte Richtung lenken. Jetzt kommt ein Befehl von Allah, von Shaitan. Und wenn du in diesem Augenblick den Befehl von Shaitan höher einschätzt als den Befehl von Allah, dann hast du dieses schöne Wort, Allahu Akbar, was wir am Eid sagen, verraten. Die Bedeutung von Allahu Akbar ist, dass der Befehl von Allah höher steht als der Befehl von Shaitan.
Das ist Allahu Akbar. Der Befehl von Allah ist höher als der von Shaitan. Das ist wie beim Militär. Es gibt immer eine Kette von Prioritäten. Der Oberste ist der General. Wenn er eine Sache befiehlt, darfst du das nicht einfach so ignorieren. Und alles, was darunter kommt von irgendwelchen Leuten, das kannst du ignorieren, aber nicht, was der General sagt. Das ist die höchste Priorität. Die Bedeutung von Allahu Akbar ist die höchste Priorität, was Befehle betrifft. Das ist der Befehl von Allahu Subhanahu wa Ta'ala. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und auf das ihr Allah als den Größten preist, dafür, dass er euch recht geleitet habt und auf das ihr dankbar sein möget. Dankbarkeit ist tatsächlich der Kern von jeder Ibadah. Der Kern vom Gottesdienst ist Dankbarkeit gegenüber Allah. Es ist schwer, jemandem eine Bitte auszuschlagen, wenn du ihm dankbar bist, wenn du ihm einen Gefallen schuldest. Wenn du selber weißt, eine bestimmte Person hat dir unendlich viel Gutes getan. Jetzt kommt diese Person und bittet dich um eine Sache. Du kannst nicht Nein sagen. Es ist unmöglich, dann Nein zu sagen. Der Kern der Ibadah gegenüber Allah ist das Bewusstsein der Dankbarkeit ihm gegenüber. Dann kannst du ihm auch keine Bitte mehr ausschlagen. Wisst ihr, was deswegen Shaitan macht? Shaitan erinnert dich immer an die Dinge, die Allah nicht für dich gemacht hat. Wenn du jetzt eine Liste machen würdest, was Allah dir alles geschenkt hat in deinem Leben, das fängt an mit deinen beiden Augen, dann wirst du nicht aufhören. Bis am Ende deines Lebens kannst du eine Liste machen von dem, was Allah dir Gutes getan hat. Du wirst dann immer noch nicht fertig sein. Was Shaitan macht ist, erinnert dich an die Sachen, die Allah dir nicht gegeben hat. Davon macht er dir eine Liste. Das, was Allah dir nicht gegeben hat. Allah hat dir nicht dieses Studium gegeben, dass du es erfolgreich beendest. Allah hat dir nicht einen bestimmten Job gegeben. Allah hat dir dies nicht gegeben, Allah hat dir das nicht gegeben. Es ist nur eine kurze Liste, aber an die er dich immer wieder erinnert. Dann wird es schwer, gegenüber Allah dankbar zu sein. Obwohl all diese Dinge, die verteilt Allah so wahllos über diesem Planeten. Ist euch mal aufgefallen, wie wahllos Allah Geld verteilt? Schaut doch mal die Leute an, die viel Geld haben und wenig Geld haben. Ihr findet Leute, das sind gottesfürchtige Menschen, das sind gute Menschen, aufrichtige Menschen, sie haben viel Geld, und ihr findet gute und aufrichtige Menschen, die haben wenig Geld. Ihr findet Leute, die sind weit weg von Allah, sie sind sehr reich, und ihr findet Leute, die sind weit weg von Allah und sie sind sehr arm. Kein System dahinter. Du schaust auf 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und Geld, das wird einfach so irgendwie verteilt. Irgendwelche Leute haben plötzlich Geld und andere nicht. Das verteilt Allah wahllos. Aber es gibt eine bestimmte Sache, die wird von Allah nicht wahllos verteilt. Das ist ein besonderes Geschenk, das bekommen nur ganz wenige. Er wählt die Leute aus dafür. Nicht für Geld und Studium und Berufen die Sache. Das ist, viele kriegen das. Eine ganz bestimmte Sache, für die wählt er Leute aus. Ganz wenige bekommen dieses Geschenk. Wisst ihr, was das ist? Hidayah, Rechtleitung. Diesen Weg zu finden. Das ist das Einzige, was dir ganz am Ende etwas nützt. Du kannst diese ganze Welt besitzen. Die besitzt du nur für 70 oder 80 Jahre. Danach ist das Ende. Und dann nützt dir das alles gar nichts mehr. Egal, was du vorher hattest, es nützt dir ja nichts. Die einzige Sache, die einem Menschen dauerhaft etwas nützt, dauerhaft, hier in dieser Welt und in der, die danach kommt, ist Rechtleitung. Nichts anderes. Wisst ihr, woher das arabische Wort Rechtleitung für Rechtleitung kommt? Hidayah. Es kommt von Hadiyah. Hadiyah bedeutet Geschenk. Hadiyah ist Geschenk. Für den Araber war früher das größte Geschenk in der Wüste, wenn er den richtigen Weg findet. Daher kommt das Wort für Rechtleitung. Das schönste Geschenk überhaupt. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Auf das ihr Allah als den größten Preis dafür, dass er euch recht geleitet hat und auf das ihr dankbar sein möget. Die anderen Sachen, die verteilt Allah so wahllos unter den Menschen. Für diese Sache hat er ganz wenige ausgewählt. Denkt nicht eine Sekunde, wir neigen immer dazu, aber denkt das bitte nicht. Denkt nicht, ihr sitzt heute hier und ihr habt diesen Weg der Rechtleitung gefunden, weil ihr aus einem islamischen Land kommt oder aus einer muslimischen Familie oder weil ihr ein bestimmtes YouTube-Video gesehen habt oder ein Posting auf Facebook oder ein Buch gelesen habt oder einen Freund hattet in der Schule. Ich bin durch einen Freund aus Pakistan damals mit 18 Jahren zum Islam gekommen, aber das war nicht der Grund. Ganz am Ende der Kette steht irgendwo ein Grund, nämlich Allah hat bei dir eine Sache gesehen und er wollte, dass du dieses Geschenk bekommst. Warum? Das weiß ich nicht. Irgendetwas sieht er an dir und er organisiert dann die anderen Mittel drumherum, damit du dieses Geschenk bekommst. Das ist das größte Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man sich das bewusst macht, dann sollte es schwer werden, unglaublich schwer, das einfach so wegzuwerfen. Das ist ein Geschenk, was ihr bekommen habt, besonders im Vergleich zu den ganzen Menschen hier.
Schaut mal, wenn ihr jetzt hier aus der Moschee rausgeht, wie viele Menschen werdet ihr treffen, die dieses Geschenk nicht bekommen haben? Und viele von denen werden es vielleicht auch niemals bekommen. Und ihr alle wisst, was dann passiert. Ihr wisst das alle. Aber Allah hat euch ein Geschenk gegeben, um euch davor zu bewahren, damit euch das nicht passiert. Das, was viele Menschen hier blüht, damit euch das nicht passiert, hat er euch ein bestimmtes Geschenk gegeben. Wirft das nicht weg. Und wie wirft man es weg? Man wirft es weg, indem man den Befehl von Shaitan höher einschätzt als dieses Geschenk von Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dieser eine Ausdruck يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Der hat noch eine sehr interessante zweite Bedeutung. Ich habe sie, glaube ich, noch nie in einer Übersetzung gelesen, aber es steckt noch mehr darin. Wenn ich auf Deutsch hören würde, Allah möchte für euch Erleichterung, würde man eigentlich das ins Arabisch übersetzen, Yuridullahu lakumul yusr. Lakum bedeutet für euch. Das wäre eigentlich so eine nähere Übersetzung. Yuridullahu lakumul yusr. Er möchte für euch Erleichterung. Yuridullahu bikumul yusr kann bedeuten, er möchte für euch Erleichterung. Das ist eine der möglichen Bedeutungen. Eine zweite mögliche Bedeutung, die ich in keiner Übersetzung gefunden habe, die aber da drin steckt, ist, Allah möchte durch euch Erleuchtung. Er möchte durch euch Erleichterung in diese Welt bringen. Das kann es rein sprachlich bedeuten, aber was heißt das jetzt konkret? Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Wenn Allah sagt, er möchte durch euch Erleichterung bringen. Allah sagt in diesem Vers, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Der Monat Ramadan ist der Monat, wo der Koran herabgesandt wurde. Als Rechtleitung für wen? Für die Menschen. Hudal linnas ist eine Rechtleitung für die Menschen. Diese Rechtleitung und dieser Weg ist der leichteste überhaupt. Es gibt keinen schöneren, angenehmeren und leichteren Weg als diesen Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was er herabgesandt hat. Das ist die größte Erleichterung überhaupt. Nicht nur für deinen Körper und für deine Seele, für beides. Damit du beiden gerecht wirst. Dem Körper, den du hast, und deiner Seele. Beiden sollst du keinen Schaden zufügen. Was ist der Weg dahin? Das ist dieser hier. Es gibt keine Alternative dazu. Die einzige Möglichkeit, dass du dein Leben lebst und du schädigst weder deinem Körper noch deiner Seele, das ist dieser Weg. Das ist der leichteste Weg. Das ist, was Allah abgesandt hat. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Als eine Rechtleitung für die Menschheit. Alle Menschen sollen das bekommen. Das ist ein Geschenk für die gesamte Menschheit. Aber nicht alle Menschen haben dieses Geschenk bekommen. Yuridullahu bikumul yusr kann bedeuten, ihr sollt diese Erleichterung zu den Menschen bringen. Diese Erleichterung, die Allah durch die Herabsendung des Korans überhaupt als Geschenk für die gesamte Menschheit gebracht hat. Das Geschenk ist nicht bei allen Menschen angekommen. Es ist eine Aufgabe für uns. Und der Monat Ramadan, diese 30 Tage, sind dafür ein Training. Denn wenn du diese Botschaft glaubhaft bei den Menschen vertreten möchtest, du möchtest ihnen dieses Geschenk, diese Erleichterung bringen, dann brauchst du selber ein gewisses Training, um das glaubhaft gegenüber anderen machen zu können. Und dafür hast du 30 Tage. 30 Tage trainiert dich Allah dafür, um ein Botschafter zu sein für diese Botschaft, damit du diese Hudal linnas, diese Rechtleitung für die Menschheit als Geschenk zu den anderen Menschen bringen kannst. Möge Allah uns allezeit dankbar sein für seine Rechtleitung und Erleichterung und den Befehl des Schatans niemals über seine Stellen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Wa aqimu s-salam.